Microsoft Publisher Gestaltungsregel 8 Satzbild. Schreiben Sie linksbündig wie hier und verwenden Sie Flattersatz. Das heißt, die Wörter, die hören hier irgendwo auf. Im Gegensatz zu Blocksatz, wo der Text links und rechtsbündig ist, verwenden Sie Blocksatz nur bei langen Texten und zum Schluss zentrieren Sie nicht. Legen wir los. Der Titel hier ist ja eingepasst zwischen der blauen Begrenzungslinie hier links und der Begrenzungslinie hier rechts. Also das ist auf eine Art zentriert. Das lassen wir so. Das hier habe ich linksbündig hingestellt, also nicht etwa zentriert auf der Seite. Ich stelle es wieder zurück. Der Text hier in der Mitte ist linksbündig geschrieben. Ich zentriere ihn einmal. Also ich markiere ihn und ich zentriere den Text im Textkästchen und ich zentriere den Text noch auf der Seite. Also das ist wirklich zu viel zentriert. Ich mache beides wieder zurück. Zack, zack. Dasselbe hier unten, auch diesen Text hier habe ich linksbündig, auch im Flattersatz, also auch nicht zentriert und auch nicht zentriert auf der Seite. Das war's schon und hier die nächste Regel.